MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Wie versprochen, hier das Update zum Add-on München. Mir ist eine aktuellere Version des Busses zugeschickt worden. Da ist noch ein bisschen was dran gemacht worden. Und ich muss sagen, das merkt man. Wenn wir uns mal ganz schnell in den Innenraum bewegen, wir haben hier immer noch ein bisschen Performance-Einbrüche, wenn wir die Sichten wechseln. Aber man sieht schon, wenn wir uns im Bus umsehen, ist das mit der Performance wesentlich besser. Eine Sache muss ich auch korrigieren. Das Fahrzeug basiert nicht auf der Stadtbusfamilie, wie ich es im ersten Video gesagt habe. Jemand aus den Kommentaren, ich habe jetzt deinen Namen vergessen, mir passiert das irgendwie in letzter Zeit häufiger, es tut mir leid, war aber ein sehr kurzer, hat mich darauf hingewiesen, vielen Dank für den Kommentar. Völlig recht hat der Kommentator. Der Bus basiert, und das ist völlig in Ordnung, finde ich, auf der Variante des Bremer Busses. Ich werde dazu gleich auch noch was sagen. Meine Meinung, wie das mit dem Bremer Bus und Upcycling oder Recycling, wie immer man das nennen will, auch aussieht. Ich habe mit dem Entwickler ein sehr, sehr nettes Gespräch geführt. Werde ich gleich auf der Fahrt ein bisschen was zu erzählen. Ein sehr höflicher, netter, junger Mann, muss ich wirklich sagen. Hat mir den Bus bereitgestellt. Da gab es dann anfangs noch Probleme, weil wir was vergessen hatten. Das ist auch direkt nachgeliefert worden. Das ging alles über einen kurzen Weg. Er hat sich bedankt für das Video und für die offene Kritik. Wir haben nochmal alles ein bisschen durchgesprochen. Also ein wirklich sehr ehrliches, offenes und vor allem ein sehr konstruktives Gespräch. Ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass meine Kritik nicht ernst genommen wird oder dass man darüber hinwegsieht. Eher im Gegenteil, es wurden Fragen gestellt und man hat sich ausgetauscht über das Add-on. Und ich muss sagen, also wir bleiben in Kontakt und gerne wieder. Aber jetzt möchte ich euch natürlich A, zeigen, was sich am Bus getan hat, und B, fahren wir heute die Linie 150 heute Abend von der Tivoli-Straße zum, wo fährt sie denn hin? Zum Hauptbahnhof, genau. Und hier zu 154, zum Nordbad, sag ich auch noch was. Die gibt es noch nicht, aber, na, wer weiß, was da kommt. Die ist mir übrigens auch für den Buszug empfohlen worden. So, wir schauen mal. Wie gesagt, es ist ein bisschen performanter geworden, das ist schon mal etwas. Und wenn wir jetzt den Bus starten, also die Elektrik initialisieren, zack, das VDV ist sofort da. Das hatten wir in der ersten Version des Busses nicht. Der Texturfehler ist weg. Das funktioniert alles wesentlich schneller. Das Init initialisiert noch. Jetzt funktioniert auch hier die Beleuchtung direkt. Das war in der ersten Variante des Busses auch nicht. An den Türtastern hat sich von der Beleuchtung her auch noch mal ein bisschen was getan. Die sind jetzt klarer, zumindest habe ich den Eindruck, das kann jetzt auch täuschen, aber ich meine, sie werden etwas deutlicher zu sehen. Und hier die Leuchtelemente. Gut, hier hat man immer noch das Attachment, das da eigentlich nicht hingehört. Aber gut, kann passieren. Es ist jetzt ein bisschen dunkler. Übrigens ein bisschen dunkler. Die Hilfspfeile, die ihr in dem vorangegangenen Video zum Add-on München seht, die ihr auch hier sehen werdet, und die Himmeltextur, die gehört nicht zum Add-on. Ich wollte das nochmal dazu gesagt haben. Das ist eine Texturmod, die ich aufgrund der Partnerschaft mit Simnews.net zur Verfügung gestellt bekommen habe. Was da mit der Partnerschaft so ist und so, da komme ich in einem separaten OMSI-Video in Kürze zu. Das müssen wir jetzt hier nicht besprechen. Hier geht es ja ums Add-on. Ich wollte ja mal gucken wegen dem Licht. Genau. Ich sehe jetzt nicht, dass es im Bus wirklich heller wird, aber es wird wohl im Bus heller. Wir können mal ganz schnell. Komm. Wir machen es mal gerade dunkel. Komm, mach mal dunkel in München. Dankeschön. Oh. Ja. Und im Nachläufer. Also im Anhänger bekommen wir auch mit der Taste 7 Licht.
Aber kein Licht im Innenraum. Also der Innenraum wird nicht heller. Die Spotlights leuchten, die Spotlights strahlen auch, aber der Innenraum hält sich leider nicht auf. Da muss man dann auch nochmal schauen. Ich weiß, Spotlights sind jetzt nicht wirklich hell. Wir haben hier auch Busse mit Spotlight. Die sind echt ein bisschen duster, aber das ist zu dunkel. Hier fehlt die Lichtstreuung komplett. Ich kann euch aber sagen, es kommen zeitnah Updates für den Bus und auch für die Karte. Man arbeitet mit Hochdruck dran, Fahrzeuge als auch Karte zu verbessern. Und anhand der Kritik, die auch die Community hat, an der Karte stetig zu arbeiten. Also es wird jetzt keine Eintagsfliege sein, bei der nichts passiert. Im Gegenteil, hier schaut man wirklich, dass man Kritik der Community annimmt, berücksichtigt und an dieser Kritik dann sich langhangelt und arbeitet. Also scheut euch nicht, Kritik zu üben. Ich mache das Licht mal wieder aus. Wir brauchen es ja jetzt nicht. So, wir hatten gesagt, wir fahren die 150. Die ist mir vom Entwickler auch empfohlen worden. Die ist für den Buszug nämlich sehr gut geeignet. Dann würde ich sagen, machen wir das. So, ja, den nehme ich. Ja, ich weiß, Omni-Navigation findet das nicht. Könnte ich Omni-Navigation eigentlich auch ausschalten? Mache ich jetzt auch, deswegen hört ihr gerade auch nichts. Wir machen die Hilfspfeile an. Meine Hilfspfeile anmelden. Jetzt muss ich wieder, und das bin ich aber selber schuld, auf mein Smartphone schauen, wegen dem Zielcodes, beziehungsweise wegen den Anmeldedaten 27914. Irgendwann kennen wir die auch auswendig. Und ich glaube 67. Ja, 67213. Yay, das habe ich schon mal raus. Seht ihr? Was? Warum nicht? 27914. 27914. Und 67213. Geht nicht. Warum nicht? Warum geht das jetzt? Okay, wir machen einen ganz kurzen Cut an der Stelle. Ich schaue mal schnell in die Datei rein und ändere mir vielleicht auch den Code. Kurzer Cut, bis gleich. So, da sind wir wieder. In meiner Consfile ist das tatsächlich anders. Die Codes, die ich jetzt eingegeben habe, sind da auch drin, als Alternative tatsächlich. Zum Anmelden ist es jetzt einfach Fahrer Nummer 1 und Code Nummer 2. Gut, oder? Anmeldung! Linie Kurs 15001 müsste es sein. Tivoli Straße zum Hauptbahnhof Nord, genau. Ja, ich lasse euch gleich rein. Ich lasse euch jetzt rein. Überall dürft ihr rein. Alli hopp. Das Kollisionsproblem besteht am heutigen Tag noch, aber auch da wird mit Hochdruck dran gearbeitet. Deswegen fahren wir auch jetzt immer noch ohne Kollision. Das macht ja nichts. So, steigen jetzt gerade auch wieder welche Nachläufer ein. Ja, auch das funktioniert. Die plöppen zwar hier noch auf, aber okay. Ich habe auch erfahren, dass die MVG sehr kooperativ war bei dem Add-on, was die Ansagen angeht. Es gibt auch alte Ansagen, die werden in dem Add-on mitgeliefert, für die, die lieber die alten Ansagen hätten, weil es gab ja Änderungen in den Ansagen. Das ist mir mitgeteilt worden. Also wie gesagt, wir hatten ein sehr, sehr offenes, konstruktives Gespräch. Aber dazu sage ich gleich noch was. So, Abfahrt ist um 17.40 Uhr. Wir haben 17.24 Uhr. Stellen wir doch mal auf 39. Vor. Na, jetzt steigen hier noch welche. Oh, jetzt wird's voll. Jetzt wird's voll im Anhänger. Buszug. Aha, jetzt sieht man auch, wenn ich bremse, dann ist hier das Bremslicht im Scheinwerfer drin. Wenn ich den Scheinwerfer jetzt mal ausmache, dann sieht man das besser. Was man jetzt auch gesehen hat,
Da stimmt die Textur des Lichtes noch nicht. Also der Bus erhellt hier die ganze Straße. Da könnte man fast meinen, dass die Innenraumbeleuchtung hier nach außen gewandert ist. Da muss man dann auch nochmal schauen, das stimmt so auch noch nicht. Aber gut. Der Anhänger ist sogar klimatisiert. So, was mich aber ja im ersten Video sehr gestört hat, war der Motor. Und jetzt, hört mal. Wir hören ihn von innen. Und man hört ihn von außen. Und wenn man jetzt D drückt, steht auch immer noch N oder 1, aber das macht nichts. So, los geht's. Gucken wir mal. Sonne blendet ein bisschen, macht aber nichts. Genau, dieser Bus basiert, wie gesagt, auf dem Bremer MAN. Da ist aber vieles umgebaut worden. Und ja, ich weiß, war da rot? Hatte ich da rot? Nö, ich hatte Vorfahrt. Okay, und ja, wir haben ja beim... Ja, ja, fahr du mir rein. Ich habe keine Kollision drin, das ist mir egal. Die Hirschauer Straße. Und es, wir hatten ja beim C2 auch immer die Diskussion mit Upcycling und Recycling. Ich muss sagen, bei diesem Bus empfinde ich das gar nicht so sehr, dass hier ein bestehender Bus recycelt wurde. Tivoli-Straße? Nee, gar nicht. Doch. Ja? Was zeigst du? Du müsstest doch Tivoli-Straße anzeigen. Na! Ja, hier ist die Performance noch ein bisschen... Loretta-Platz. Ah, okay. Aber ich glaube, der fährt nur bis zur Tivoli-Straße. Recycling, genau. Weil es ist ja sehr, sehr viel am Bus verändert worden. Man hat die Basis genommen, ja. Aber finde ich, an dem Punkt muss ich sagen, finde ich das auch okay. Warum soll man einen kompletten Euro 6er Line City vom Grund auf neu bauen? Ah, es kostet viel Zeit. Es dauert ewig. Habe ich mir auch sagen lassen. Ich habe selber noch nie einen Bus gebaut, aber ich bin mir sicher, dass da verdammt viel, viel Arbeit hinter steckt. Und wenn man auch, man muss auch Geld verdienen irgendwie, ne? Man muss Familie ernähren und alles. Chinesischer Turm. Genau, hier, Englischer Garten und so. Da hat man einfach entweder nicht die Zeit, um wirklich Qualität abzuliefern, oder man liefert etwas ab und es ist ja, scheiße, sagen wir es mal so, drücken wir es mal so aus. Und hier hat man sich halt dazu entschieden, diesen Bus als Basis zu nutzen und zu verändern. Und ich finde diese Entscheidung völlig richtig. Weil man kann doch eine Basis, die Basis eines Fahrzeugs verwenden, wenn es dieses schon gibt. Und wenn das mit allen Parteien, die an dem Grundfahrzeug beteiligt waren, wenn das alles stimmig ist und so, dann kann man das durchaus machen, da sehe ich überhaupt kein Problem. Weil man bekommt ja... Die Basisqualität und der Emma, der Bremer Line City, der A37 und A40, die haben ja wirklich, das sind ja Qualitätsfahrzeuge. Und man kann diese Qualität beibehalten und lässt aber durch die Veränderung des Fahrzeugs ja noch ganz, ganz, ganz viel eigene Kreativität und Eigenarbeit in diesen Bus einfließen. Deswegen finde ich das völlig legitim, das kann man durchaus machen. So, der nächste halt. Dankeschön. Und deswegen, ich sehe da kein Problem, ich sehe da jetzt auch kein Recycling. Es sieht anders aus. Selbst ich hatte eigentlich die Info, dass es mit der Stadtbusfamilie zu tun hat. Im ersten Video, mir ist gar nicht aufgefallen, dass es der Bremer MAN ist und soll ja auch schon was heißen. Von daher, alles easy. Ja, zum Entwicklergespräch. Wie gesagt, ein sehr offenes Gespräch. Er ist auf mich zugekommen und hat um ein kurzes Gespräch gebeten. Und er hat sich mehrfach dafür entschuldigt, dass mir der Bus nicht gefallen hat. Also es tat ihm wirklich leid. Das war jetzt nicht so dahergesagt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er das jetzt sagt, um mich zu beschwichtigen. Sondern man hat wirklich gemerkt, es hat ihm wirklich leid getan. Also er fand das wirklich schade, dass der Bus jetzt... so auffällige
große Fehler hat, besonders ne, der Außensound, Klappersound und sowas, und dass es mir nicht gefallen hat. Und das war ein Statement, das erlebe ich selten. Ich schätze das sehr. Und dann kam ja auch das Angebot, hey, ich habe eine aktuelle Version da, möchtest du die haben? Und da habe ich gesagt, ja, klar, gerne, weil dann kann ich sie mir anschauen. Und ich habe dann angeboten, halt ein Update-Video zu machen. Also es ist nicht so, haben wir Klapper-Sounds? Moment, probier mal aus. Hören wir mal. Ja, wir haben Klapper-Sounds. Sehr schön. Also es ist nicht so, dass er mich darum gebeten hat, um jetzt den Bus besser darzustellen oder um das Add-on positiver darzustellen. Im Gegenteil, ich habe gesagt, ich werde dann ein Update dazu bringen, weil ich das einfach fair finde. Gisela Straße, Umstieg zur U3 und U6. Change here for U3 and U6. Nee, ich finde aber U2 besser, die machen U2-Musik. Ach Mann. Ja, Kollision, ich weiß, den hätte ich jetzt mitgenommen. Na, also es ist tatsächlich so, ich finde das fair. Er bietet mir ein Update des Fahrzeugs an, weil es gerade eins gibt. Und na, warum soll ich es nicht zeigen? Weil es ist ja zeigenswert, es ist ja was passiert. Also von daher alles gut. Vielen Dank an der Stelle für das Update und auch für das tolle Gespräch. Es war wirklich super. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Und falls es euch aufgefallen ist, man sieht hier noch keinen Gelenkbus. Ich konnte auch noch keinen auswählen. Aber der Gelenkbus ist im Add-on mit dabei. Na, der kommt. Der kommt, soll wohl heute Nacht fertig werden, soll heute Nacht kommen. Ich glaube, so viel darf ich verraten. Wenn nicht, dann habt ihr das jetzt einfach nicht gehört. Aber ihr bekommt den Solo MAN in der Euro 6 Variante, hier den A21 im MVG, in der MVG Euro 6 Variante. Ihr bekommt den Buszug, den wir gerade fahren, eine Neuheit in OMSI 2, hat so meines Wissens nach noch nicht gegeben. Ich glaube, es gab mal irgendwie einen Hänger von Göppel, aber da ist wohl irgendwie nichts draus geworden. Und ihr bekommt dann die Gelenkvariante. Also, macht euch da nichts draus. KI-Straßenbahnen werden nachgeliefert. Da ist man dran. Also keine Sorge. Ne, es ist nicht unüblich, dass bei Add-ons mal was nachgeliefert wird, weil man selber mit irgendwas nicht zufrieden ist oder weil etwas noch nicht so fluppt, wie es fluppen soll. KI-Straßenbahnen kommen auf jeden Fall in einem Update. Dafür ist auch gesorgt. Jetzt habe ich die falsche Taste hier gedrückt, habe ich gerade festgestellt. Da wäre jetzt fast stehen geblieben auf der Kreuzung. Und was ich sehr geil finde, ich hatte ja am Anfang des Videos schon erwähnt, dass Karten-Updates und, kommen und Fahrzeug-Updates. Und natürlich, es wird auch, was ich jetzt verraten darf, Linien-Updates geben. Zum Beispiel kommt die 154 zum Nordpark und die startet Kapella. Ich guck nach, er hat es mir extra geschrieben. Moment, wir fahren an die Haltestelle und ich guck nach. Ich will euch da keinen Mist erzählen. Georgenstraße. So, ich guck mal. Zack. Wie heißt es? Blop, 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 blop. Vom Arabella Park zum Nordbad. So rum. Nix Kapella, sondern Arabella. Arabella Park. Arabella Kiesbauer. Stammt die nicht auch aus München? Weiß das jemand? Arabella Kiesbauer? Hieß sie Arabella Kiesbauer? Ich glaube, die hieß Arabella Kiesbauer. Die hat früher irgendwie bei Sat1 oder sowas gemacht. Ich meine, die kam auch aus München. Die jetzt einen eigenen Park? Okay. Naja, warum nicht? Vielleicht ist es auch nur Zufall. Naja, auf jeden Fall, die 154 kommt irgendwann als Linienerweiterung vom Arabella Park zum Nordbad, beziehungsweise vom Nordbad zum Arabella Park. So, hätten wir das auch. Halleluja. Ich glaube, das Linien-Update schafft es nicht um 18 Uhr. Deswegen habe ich auch geschrieben zwischen 18 und 19 Uhr. Ich hoffe, dass ich 19 Uhr schaffe. Umstieg zur U3 und U6. Change here for U3 and U6. What? Da macht die KI wieder mega Spurwechsel. Universität. So, wäre ich jetzt in Berlin, würde ich sagen, guck mal, das Brandenburger Tor. Aber ist Quatsch, wir sind in München.
Und in der ersten Preview, klar, ne? Siegessäule, ne? Friedensengel, ja. Ja. Aber wie gesagt, meine Kritik, auch mit den zu großen Texturen oder performancefressenden Texturen, das wurde alles angenommen. Und da haben wir drüber gesprochen. Das Problem gab es ja bei Aachen damals auch. Ne? Aachen hatte sehr große Texturen. Das ist dann per Update auch behoben worden. Und München hat dieses Problem meiner Meinung nach mit manchen Texturen einfach auch. Das liegt aber daran, das hat er mir erklärt, er hat wirklich versucht, sehr, sehr viel Detailverliebtheit in diese Karte einfließen zu lassen. Das sieht man auf der einen Seite ganz deutlich, dass da Detailverliebtheit drin ist, jetzt hier auch mit der Uni zum Beispiel. Aber diese Detailverliebtheit, wenn man auch dann mit größeren Fototexturen arbeitet, frisst bei OMSI natürlich Performance und es führt dann teilweise auch dazu zu Ladefehlern. Und wenn man so viele Fototexturen hat, dann hat man halt auch manchmal das Problem, man konzentriert sich so auf die Qualität und die Detailverliebtheit, dass dann mal hinterm Haus was vergessen wird. Dann hat man irgendwo mal einen Blick ins Leere oder das passt dann nicht. Und das ist aber völlig normal. Das kann ich dann auch nachvollziehen. Man erkennt viele Bereiche und Ecken in München wieder. Ich bin selbst schon mal in München gewesen. Ist auch noch gar nicht so lange her. Auch nur kurz. Aber es hat gereicht. Und den Hauptbahnhof Nord zum Beispiel, das habe ich schon wiedererkannt. Und den Ostbahnhof irgendwie auch. Also, ich bin jetzt nicht alle Buslinien da abgefahren, um zu sagen, hey, hier erkenne ich alles wieder. Aber wenn man die Strecke jetzt so fährt, ich bin auch richtig. Amalienstraße. Die Amalienstraße. Wenn man die Strecke jetzt auch so fährt, es kommt einem einfach realitätsnah vor. Was es kommt einem echt vor. Nicht fiktiv oder gekünstelt, sondern ne, die Straßenzüge haben so ihren eigenen Charakter. Wenn man sich das jetzt hier anschaut, ne, das bildet alles so einen eigenen Charakter ab. Das ist nicht dieser typische Omsi-Hauscharakter, sondern das ist schon eine andere Hausnummer, die man hier aufgezogen hat mit dem Add-on München. Und da geht dann auf der anderen Seite natürlich immer ein bisschen was verloren. Ich will nicht sagen, das darf nicht passieren. Natürlich sollte man schauen. Dafür hat man ja dann auch Beta-Tester, die halt wirklich nach freien Stellen, Lücken, Fehlern und sowas suchen. Deswegen ist das mit dem Bus für mich anfangs eine sehr große Enttäuschung gewesen. Eine Hupe hat er leider immer noch nicht, aber das kommt bestimmt auch noch. Aber man arbeitet dran. Aber wie gesagt, da stehen dann halt auch die Beta-Tester, finde ich, dem Entwickler gegenüber ein bisschen in der Pflicht, solche Fehler zu sehen. Es fehlt an manchen Ecken, fehlt es noch an Beschilderungen, an Straßenbeschilderungen und so. Da muss man dann halt auch mal gucken. Wo bin ich denn jetzt? Max Vorstadt, Sammlung Brandhorst. Max Vorstadt, Sammlung Brandhorst. Okay. Das sind so Dinge, da müssen die Beta-Tester wirklich drauf achten. Ich mache das ja auch. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich schon bei Projekten an den Beta-Tests beteiligt war. Und mir liegt immer sehr viel dran. Ich bin jetzt nicht der viel auf Texturen oder den Blick ins Leere während der Fahrt achtet, weil ich das ja einfach nicht sehe. Ne? Das ist ja kein Geheimnis. Aber ich nehme mir dann so Dinger vor wie die KI. Ist die KI zum Beispiel an den Kreuzungen oder so oder auf den Straßen, ist die KI-Frequenz zu hoch? Staut es sich da mega, wenn man mit Fahrplan fährt? Ist da zu wenig los? Oder läuft die KI hier quer über die Straße? Oder ist da eine Ampel nicht richtig geschaltet? Oder so? Das sind dann so Punkte, die schaue ich mir an. Also verkehrsmäßig. Und die Ampel zeigt grün. Das sieht man von hier. Ah, okay, das liegt jetzt an OMSI wegen schwarzen Texturen. Okay, ich wollte nämlich gerade sagen, irgendwie habe ich das jetzt nicht gesehen.
Kakotheken. Na, und das sind dann so Dinge, auf die ich dann achte. Und wenn man mehrere Beta-Tester hat, dann sollte man sich das so ein bisschen aufteilen, dass der eine guckt das, der andere guckt das. Weil wenn alle dasselbe gucken oder alle gucken alles, dann passieren auch Fehler. Warnblinker-Funktion. Dann passieren natürlich Fehler. Und auf der anderen Seite werden dann so Kleinigkeiten, die aber am Ende viel ausmachen, die werden dann übersehen. Als Entwickler selbst, als Kartenbauer, übersieht man das sowieso. Das ist einfach dem Bauprinzip geschuldet. Wenn ich selber etwas baue und schaue mir das dann im Nachgang nochmal an, dann fällt mir vieles einfach nicht aus, weil ich habe das so oft gesehen, 100, 150 Mal habe ich das vielleicht gesehen, habe die Kachel geöffnet, da einen Mülleimer umgestellt oder irgendwas verändert und dann fällt mir sowas nicht mehr auf. Dafür gibt es die Beta-Tester, die haben mit der Karte vorher keine Berührungspunkte gehabt, die bemerken Veränderungen sehr schnell, denen fällt sowas dann natürlich auf oder ihnen sollte sowas auffallen, wenn sie A, genau hinschauen und B, sich darauf auch konzentrieren. Es gibt Beta-Tester, Technische Universität. Technische Universität. Es gibt Beta-Tester, die machen das sehr gewissenhaft und die finden auch jedes kleine Fitzelchen. Es gibt aber natürlich auch wiederum Beta-Tester und das ist jetzt nicht nur bei München so, sondern das gibt es bei jedem Projekt, egal ob das für OMSI ist, ob das für größere Spiele sind. Es gibt da halt auch Beta-Tester, die schauen nicht so genau hin. Entweder weil sie unkonzentriert sind oder weil sie halt nicht mit vollem Herzblut, sag ich mal, beim Projekt sind. Oder es gibt auch die Sorte, die dann sagt, ich fahr da einmal drüber und sag was dazu. Hauptsache, ich hab halt was umsonst bekommen. Gibt es auch, ist nicht schön, aber das muss man dann so akzeptieren, auch solche Leute gibt es, Nutznießer halt, ne? Und wenn man dann, sag ich mal, 10 Beta-Tester hat, dann kann man das unter sich ganz gut aufteilen. Ach, schön. Na, also hier zum Beispiel, das sind so Ecken, die gefallen mir richtig gut. Können wir weiterschalten. Königsplatz. Ja. U2, da war's wieder. Ich darf leider keine Musik einspielen, das gibt dann Copyright-Haue, wenn ich das mache. Aber U2 dürfte einigen ein Begriff sein. Ansonsten einfach mal googeln. Tolle Band. Ja komm, da fahren wir noch schnell. Haltewunsch-Sound fehlt übrigens immer noch und der Reparatur, der Werkstatthammer leuchtet auch noch permanent. Elisenstraße, die kennen wir doch. Oh, und der Bremssound fehlt auch noch. Ich würde mir den jetzt gerne auch nochmal mit euch von außen anhören. Wenn wir denn dann anfahren. Aber schön, jetzt mit dem Update, das mir geschickt wurde, dass er jetzt auch Klappersounds und Außensounds hat, gefällt mir der Bus schon viel besser. Weil man hört ihn. Ach, dieses schöne Pfeifen, der Hydrolüfter ist das, glaube ich, ne? Klingt halt auch schon von außen ganz anders. Ja, und wir haben halt hier, ich mache das gern nochmal. Klappersound. Gehören einfach dazu. Und das macht das Fahrgefühl ganz anders. Und wie gesagt, dieses Buszug-Konzept, das habe ich auch dem Entwickler ganz offen gesagt, finde ich super. Das war natürlich ein Punkt, der hat mich am Anfang total geflecht, als ich den Bus gespawnt habe. Noch vor der Aufnahme habe ich den Bus gespawnt und denke mir, und guckst du in der Busauswahl, Buszug, was ist das? Und sehe das und denke mir, geil, das hast du in München schon mal gesehen. Und
Fand ich total interessant. Finde ich auch immer noch total interessant, weil das ist so eine Idee, kein Gelenk, sondern Hänger dran. Und finde ich ganz cool, weil das macht die ganze Sache natürlich irgendwie flexibler. Du kannst den auf Linien, kannst du, wo Solobusse so ausreichen, kannst du Solobusse draufpacken. Und wenn die Linien dann zu Stoßzeiten oder so höher frequentiert sind, ja, dann packst du da einfach einen Hänger dran und hast direkt mehr Kapazität. Brauchst aber keinen Gelenkbus dafür kaufen, der ansonsten einfach nicht ausgelastet ist. Finde ich schon ganz cool. Ja, und auch hier, was Logos betrifft, falls da Fragen gibt, Firma Hess, da passt da auch alles. Die Lizenzen sind da. Also die Firma Hess war da wohl auch sehr kooperativ, habe ich mir sagen lassen. War überhaupt kein Problem, dass die Logos auf den Hänger dürfen. Und so, also man hat da schon Mühe reingesteckt. Ich sollte mir mal angewöhnen, die Tür zuzumachen. Auch wenn ich euch hier was erzähle, kann ich ja eigentlich dabei auch fahren, ne? So. Aha. S-Bahn-Services. Hier ist natürlich jetzt dann. Endstation. Ah. Bitte alle aussteigen. Ja. Terminus. All change, please. Ach so, okay. Hauptbahnhof Nord, genau. Und dann Hauptbahnhof Nord, weil ich muss ja dann zur Abfahrtshaltestelle. Hier ist dann natürlich wieder so ein bisschen das KI-Ding. Da haben sie jetzt länger gestanden. Da muss man dann eine Ampelphase abwarten. Eine Ampelphase finde ich in so Stoßzeiten wie jetzt so kurz vor 18 Uhr, das geht. Das ist nicht unrealistisch, möchte ich sagen. Schon gar nicht, glaube ich, für eine Großstadt wie München ist es nicht unrealistisch, dass die Kreuzung dann einfach dicht ist, weil man rücksichtslose Fahrer hatte, die unbedingt über eine Ampelphase noch drüber wollten, sage ich jetzt mal. Oh, der hat sich aber jetzt noch rausgequetscht, ne? Und zack. Genau, und wir fahren jetzt nämlich im Endeffekt dann als Leerfahrt zum Startpunkt. Hauptbahnhof Nord. Umstieg zur U1, U2, U4, U5, zur S-Bahn sowie zum Regional- und Fernverkehr. Change here for U1, U2, U4. Hier hat sich übrigens auch was an der Textur getan. Da war nämlich vorher das alte Heizungsklimagerät in Kombi mit drinne. Und das hier, was jetzt drinne ist, funktioniert auch. Habe ich grün? Ja, habe ich grün. Ich glaube, die Fahrgäste könnten auch mitfahren bis hier zum Hauptbahnhof Nord. Weiß ich aber nicht genau. Hier, das finde ich ein bisschen eng. Da muss man dann über den Bordstein so reinkacheln. Da hätte ich, glaube ich, eine später gewendet. Aber den Pfeil auch zum Wenden angesetzt. Das wäre, glaube ich, sinnvoller gewesen. So, Hauptbahnhof Nord. Er bietet mir aber nicht direkt die Route zurück an, oder? Nein, macht er nicht. Ich hätte jetzt aber auch Pause. Was mich jetzt noch interessiert, und euch bestimmt auch, sind die Sonderansagen. Schon. Nee. Die tun's leider auch noch nicht. Aber gut. Auf jeden Fall gab's ein schickes Update für den Bus, das mir sehr, 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 sehr schnell zur Verfügung gestellt wurde. Vielen Dank nochmal dafür. Jetzt habt ihr auch die 150 gesehen. Ich freue mich auf die Release-Version. Ich freue mich auf das, was noch kommt. Da wird noch ein bisschen was kommen. An der Performance muss man noch ein bisschen arbeiten und auch an den Punkten, die ich in der ersten Version aufgezählt habe. Aber ich finde, alleine, dass so schnell für den Bus was geliefert wurde, beziehungsweise, dass es mir zur Verfügung gestellt wurde, das ist ja auch schon mal ein Zeichen, dass man sagt, hey,
ich habe da was, probier das mal aus und sag mir was dazu. Das ist allein schon ein Zeichen, dass man doch sehr an der Meinung der Community interessiert ist. Und das finde ich gut und das schätze ich auch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ein Fazit habe ich ja in der Preview schon gegeben. Es fällt mir schwer, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Ich möchte an dieser Stelle weder eine Kaufempfehlung noch noch vom Kauf abraten, weil es ist schwierig. München an sich, die Karte selber sieht ordentlich aus und es ist eine schicke Karte, es werden Updates kommen, das habe ich euch ja alles erzählt. Wenn ihr sagt, okay, ich kann mit dem aktuellen Stand der Karte leben, ich kann damit leben, dass da vielleicht irgendwo noch Fehler sind und ich habe kein Problem damit, dann vielleicht ein PDF-Formular oder so auszufüllen, um ein paar Fehler hinzuschreiben, weil ich weiß, dass der Entwickler sich dann darum bemüht, Fehler zu beheben. Wenn ihr das alles akzeptieren könnt und aktiv am Erscheinungsbild der Karte München teilhaben wollt, dann kann ich definitiv sagen, holt euch München. München wird sich weiterentwickeln, der Bus wird sich weiterentwickeln, die Linien werden sich weiterentwickeln. Und wenn ihr sagt, damit kann ich gut leben, das, was jetzt da ist, reicht mir und ich möchte aktiv an dem Prozess teilnehmen als Community, dann kauft euch München. Da kann ich dann wirklich sagen, macht das. Wenn ihr aber sagt, nee, für mich ist das, was ich hier sehe, zu wenig, das reicht mir nicht, dann kauft es euch erstmal nicht. Dann schaut da vielleicht nochmal zu einem anderen Zeitpunkt, wenn sich ein bisschen was getan hat hier auf dem Kanal, werde ich auf jeden Fall darüber erzählen und euch zeigen, wenn sich was getan hat. Und vielleicht kommt ihr ja dann zu einer Kaufentscheidung. Grundsätzlich ist München nicht schlecht. Es sind Fehler drin. Es waren am Bus gravierende Fehler vorhanden, die jetzt teilweise behoben worden sind. Es sind noch ein paar Fehler da. Licht, Hupe, Außenbeleuchtung, also ne, hier ganze Straße hell und dunkel, ne? Und Innenraumbeleuchtung und so ein bisschen was Bremssound fehlt noch. Aber das sind Dinge, die können behoben werden. Ich bin gespannt, wie sich München entwickelt. Ich arbeite gerne aktiv an diesem Entwicklungsprozess mit. Und in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß mit oder auch ohne das Add-on. Ich werde damit meinen Spaß haben, besonders weil wir jetzt dann in Hashtag Wunsch auch den Buszug wünschen können. Das ist mal so eine AGG 300 Alternative. Also merkt euch das, MVG Buszug darf dann jetzt auch auf, keine Ahnung, irgendwelchen Klitschkarten, die total eng sind oder so, angewendet werden. Dann haben wir alle was zu lachen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Es war ein etwas größeres Update. Ich entschuldige mich dafür, dass es ein bisschen später gekommen ist am Abend als geplant. Aber das Entwicklergespräch war mir persönlich sehr wichtig. Und nochmals vielen Dank dafür. Grüße gehen nach München und in die weite Welt an jeden, der das hier sieht. Und macht's gut. Bis dahin. Tschüss.